Herzlich willkommen, meine Freunde, zur vierten Folge unseres Spider-Man 2 Let's Plays. Und wir befinden uns gerade hier am helllichten Tag. Peter hat gerade eben seinen Job als Lehrer verloren, weil er mitten im Unterricht einfach die Klasse verlassen hat, um Sandman zu besiegen. Und ja, jetzt mussten wir ein paar Fotos hier schießen. Weil es irgendwie so einen Fotowettbewerb gibt. Haben wir das Foto hier schon geschossen? Ich weiß das gar nicht. Hä, eigentlich hatte ich ja gespeichert, aber einen anderen Punkt. Naja, wartet mal. Ich denke, ich habe schon gemacht, ja? Was ist das da hinten? Hol dir den Ersatzanzug. Ach so, wir müssen uns ihn noch holen. Ersatzanzug. Letzte Folge sind wir ja so stehen geblieben, dass ich nicht genau wusste, wie man den Anzug ändert. Das werden wir bestimmt noch erfahren. Aber hier gibt es ein Verbrechen. In dem Spiel ist es manchmal so, dass Verbrechen passieren. Wie eine Autoverfolgung. Genau wie jetzt. Yo, yo, yo. Das ist immer so cool. Schaut euch das einfach mal an. Er nimmt einfach die Verbrecher auseinander, die gerade mit einem Auto fliehen. Geschafft? Ja, geschafft. Ein Punkt für die Guten. Das war nur ein Kerl. Gut, gut, gut. Jetzt gehen wir mal unseren Ersatzanzug holen. Denn wir wollen nicht die ganze Zeit so sandig sein. Auf der Map wurde gerade angezeigt, dass da noch irgend so ein Verbrecher wäre. Aber ich glaube, das ist der Typ, der eingespinnt wurde. Schauen wir mal, was es so in der Nähe noch gibt. Hier gibt es noch etwas. Da war ich ja auch. Was ist hier? So ein Katapult. Kann ich mich von hier irgendwie hin katapultieren irgendwo? Ah, okay. Huh. Meine Spinnensinne. Warum? Warum? Was ist das? Ein Überfall in der Nähe. Ah, super Katapult. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen ja da in die Richtung. Und hier gibt es noch einen Kristall. Es gibt ja auf der Map diese Sandman-Kristalle, die wir sammeln müssen. Okay. Das war abzusehen. Ja. Okay, wenn man zu solchen Kristallen geht, dann kommt Sandman mit seinen kleinen Doppelgängern. Die muss man erstmal fertig machen. Die neue Fähigkeit. Erledigen wir ganz schnell, hoffentlich ohne einen Kratzer zu bekommen. In den Stiefeln. Endlich wieder Peter. Ein Albtraum. Oh, der Arme. Er hat überall Sand. Und hattet ihr schon mal Sand im Mund? Jeder, oder? Als man klein war, im Sandkasten gespielt hat? Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Dinge, die ihm passieren können. Sand im Mund. Guck mal, Freunde, wir können mit der Fähigkeit Leute aus Hochhäusern runterwerfen, aber der Turm hat es verhindert. Egal. Wow, was greift mich denn da an? Der schießt. Der Typ kann schießen. Auf ihn. Komm, sind das die letzten? Ich denke schon. Komm. Immer noch nicht. Ich wollte ihn gegen die Wand einspinnen. Okay. Das kann sprechen. Jetzt sehe ich mir den Kristall an. Da wird jetzt seine Stimme kommen. Von Sandman. Jemand beobachtet uns, Kimia. Aber mach dir keine Sorgen. Das ist mein Job. Marco glaubte, er wird beobachtet. Und er ist Kimia. Kimia. Okay, interessant. Und ey, yo, Sandman hat wirklich eine coole Stimme. Jeder von denen. Spider-Man. Ey, auch richtig cooler Synchronsprecher. Freunde, wusstet ihr, dass Spider-Man die gleiche Stimme hat wie Sabo aus One Piece? Ja. Sehr, sehr cool, Freunde, oder? Wir wollen unseren Ersatzanzug holen. Komm schon. Unser Anzug ist immer noch sandig. Ich will endlich einen sauberen Anzug haben. Und hier muss er sein. Hier oben? Ah, hier ist eine Tasche. Okay, jetzt zeigen die uns, wie man den Anzug ändern kann. Cool, okay. Ja. In der letzten Folge habe ich es geschaut. Da gab es den Reiter noch gar nicht. Okay, hier. Du hast eine Stadtmarke erhalten. Mit Stadtmarken, Technikteile und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Okay.
Du kannst für deine Anzüge auch neue Varianten herstellen. Stelle die Varianten für den verbesserten Anzug 2.0 her. Okay. Yo, yo, yo. Die Varianten gab's noch gar nicht. Das ist ja cool. Anzüge mit Varianten besitzen zusätzlich zur Originalausführung 3 alternative Varianten. Die Variante markieren und dann ein X zum Auswählen. Ey, wir nehmen die hier. Sieht cool aus. Schwarz-rot, aber ich will den normalen lieber benutzen. Zusätzliche Anzüge und Varianten werden durch deinen Fortschritt freigeschaltet. Erwirb sie, indem du Stadtmarken und andere Ressourcen sammelst. Ich habe gehört, es gibt den Amazing Spider-Man 2 Anzug. Den müssen wir auf jeden Fall irgendwann haben. Aber wir nehmen jetzt erstmal den ganz normalen. Warte mal, Miles. Und gibt es den Spider-Wars Anzug? Jetzt bestimmt noch nicht, aber... egal. Yo, 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 Sonnenuntergang. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep, yep. Was für ein erster Tag für dich. Yep. Hoffentlich ist er wurde nur gefeuert. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Oh Mann, sie sagt, hoffentlich wird nächstes Mal... Was ist schlimmer, als gefeuert zu werden? Es seiner Freundin zu beichten. Sie hat gesagt, hoffentlich ist nächstes Mal weniger los. Er meinte, sicherlich. Weil er gefeuert ist, der Arme. Am ersten Tag gefeuert worden. Der kann einem leid tun. Bro, was ist hier? Da hätte ich hingehen müssen. So ein... Schade, egal, wir müssen hier hin. Das ist das Nächste. Begib dich nach Queens. Gibt's hier nicht auch irgendwelche Verbrechen? Da hinten ist noch was. Ey, aber ich will gerne dahin. Wir wollen weitermachen. Was erwartet uns dort? In Queens. Ah, okay, MJ. Wir wollen MJ treffen. Da wird ihr jetzt wahrscheinlich sagen, dass er gefeuert wurde. Wow! Der Verkehr war furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch. Aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ... Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß. Oh Mann, der Arme. Semester geplant. Wir wollten nächste Woche ein Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Was heißt das überhaupt? Wüsste ich auch gern. Jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Immer positiv denken. Unverkaufte Symkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Symkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und... 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Okay, und das hier ist deren Haus? Das hat man noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Okay, jetzt befinden wir uns in deren Haus. Im letzten Spiel hat er noch in einer Wohnung gelebt. Mal ein bisschen auf. Naja, wäre er Flash, könnte er es direkt aufräumen. Räume das Haus auf, okay? Heute müssen wir aufräumen. Interessant. Papiere inspizieren. Was ist das? Text einblenden, ausblenden? Achso, Übersetzung. Oh Mann, was ist das? Kontoauszug, okay? Bro, ausstehende Förderung. Was? Okay, da haben wir noch ein paar Rechnungen zu bezahlen. Ich wollte Mayfeast retten. Jetzt hab ich's schwer. Okay, und was? Wie räumen wir jetzt auf? Oder müssen wir nur ein paar Sachen uns anschauen? Ja, ich denke schon. Da liegt anscheinend nichts, was wir angucken können. Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit.
Der arme Speed Nonagon. Der arme. Wenn er wüsste, dass wir gerade ihn spielen, dass er in ein Videospiel drin ist. Okay, gucken wir mal die Bananen an. Schade, dass der Lehrerjob nicht geklappt hat. Oh, fliegen. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen. Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Und jetzt soll er schon sein Haus verkaufen, nachdem er es gerade noch neu hat. Hey, hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Ach so, sie ist gar nicht hier. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Ach so, das ist sein Haus. Sie wohnt noch in der Stadt. Oh, was ist das, sagt sie. Was hat sie da entdeckt? Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Die habe ich lange nicht angesehen. Sind das Babyfotos von Spider-Man, als er jünger war? Das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Was hat das damit auf sich? Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Geh in das Zimmer, in dem das Foto gemacht wurde. Also ich denke mir, dass das Zimmer wahrscheinlich oben sein wird. Und wir können sprinten, gut. Wir können sprinten. Das ist nicht das Zimmer. Das sieht auch nicht nach dem Zimmer aus. Das sieht nach dem Zimmer aus. Mit einem Spider-Man-Plüsch. Wo war das Loch gleich wieder? Bestimmt irgendwo hinter, oder? Wo war das Loch? Dahinter. Mit Ansage, dass es dahinter. Ja. Das Loch mit den Augen. Spider-Man! Und er fährt von der Vergangenheit. Ich erzähle Ihnen mal was über den angeblichen Superhelden. Er ist weder Super noch ein Held. Also, was ist er? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Er hat zu viel FIFA gespielt. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jo, okay. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Oh, und sieh mal die Augen dahin. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Falls ihr es noch nicht wüsstet, von diesem Spider-Man kennt man noch nicht richtig die Vergangenheit. Man hat damals das erste Spiel direkt damit angefangen, ihn als erfahrenen Spider-Man zu sehen. Man weiß noch nicht, wie es war, als er jünger war. Das ist das erste Mal, dass man ihn jünger sieht. Und seine Tante ist im letzten Spiel ist einfach zu viel. Gestorben. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Und damit hat er herausgefunden, dass er gerade zu viel auf einmal machen will. Das ist nicht gut, Freunde. Man muss vorsichtig sein. Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus.
Sie begibt sich immer in Gefahr irgendwie. MJ? Genau da, wo ich es meinte. Genau jetzt, das war ein Zufall. Harry. Die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Er scheint gesund zu sein. Durch wen? Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumkaria waren. Bald müssen sie gegeneinander kämpfen. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Ob er erzählt, was da passiert ist? Der Flieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Fahrräder. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Das ist doch sein Fahrrad. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los. Warum müssen wir etwa Fahrrad fahren? Ja, wie von Fahrrad, yo. Dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Das gab's noch nie, Freunde. Wir müssen einfach Fahrrad fahren. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich fühle mich wie ein GTA. Ich war Vertretungslehrer. Mit Betonung auf wahr. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ah, er weiß ja gar nicht, dass das Spider-Man ist. Ich habe von deinem alten Boss gelesen. Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Auf Chilimili durch die, Harry, durch die warum Gegend hast fahren. Du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. Dann musst du schnell durch. In einem Tank? Nee, doch, doch. Oh, experimenteller Kram. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Deren alte Schule wahrscheinlich. Okay, Freunde. Das Ding ist, im ersten Spiel hat man erfahren, dass er in Behandlung ist wegen irgendeiner schweren Krankheit. Die dachten, er wäre in Europa. Aber er meinte ja, er wurde doch hier behandelt. Von seinem Vater. Was die nicht wissen, ist, dass Venom irgendwie damit zu tun hat. Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Wie für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Was will er uns zeigen? Warte, was hast du... Wir mussten sie aufhebeln. Wollen wir? Ganz illegal unterwegs. Ah, die Vergangenheit. Die Luft ist rein. Komm. Jo, 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 jetzt sind wir. Der Junge, sicher, dass der Peter. Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Jetzt müssen wir den USB-Stick holen, von dem er erzählt hat. Warum fragst du jetzt nach? Warte! Eric, das ist Wright Field, Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Lauf!
Laufen wir durch. Nein, warte, er sieht uns. Auf ganz risky frisky. Was hat er vor? Oh Mann. Wir müssen jetzt den Hausmeister ablenken, Freunde. Hier muss ich leider die Folge beenden. Wir sind leider schon bei der 20-Minuten-Marke, Freunde. Ich hoffe, es ist okay für euch. Manche meinten mir, 20 Minuten sind vielleicht zu kurz, aber ich denke, sonst wäre es etwas zu lang. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Freunde, jeden Tag kommt eine Folge. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr es fandet heute. Das ist ja auch am Anfang so. Wir waren erstmal als Peter unterwegs in seinem Haus und so weiter. War aber auch interessant und einfach Fahrrad gefahren. Jo, das haben wir noch nie gemacht in einem Spider-Man-Spiel. Ja, Freunde, ich verabschiede mich. Ich danke euch, dass ihr da wart. Der arme Harry erwartet schon. Der muss jetzt einfach einen Tag warten, bis wir hier zu ihm kommen. Der arme... Nein, wird schon, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Passt auf euch auf, lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Danke, dass ihr da wart, Freunde. Und bitte, seid auch beim nächsten Mal dabei. Bye, Freunde. Bye.